Hallo, heute möchte ich mir gemeinsam mit euch das Konzept von StudyHelp anschauen. Das Hauptprodukt von StudyHelp ist ein Vorbereitungskurs auf die Matheprüfung im Abitur, was ja auch für viele im Fernabitur interessant sein kann. Daniel, einer der Geschäftsführer von StudyHelp, hat mir dazu auch einige Materialien zur Verfügung gestellt, die ich mir gemeinsam mit euch dann gleich näher anschauen möchte. Zunächst möchte ich mit euch auf die Homepage gehen von StudyHelp, die seht ihr hier im Bild. Das Hauptprodukt von StudyHelp ist dieser Mathe-Vorbereitungskurs, es gibt aber auch einige andere Angebote, zum Beispiel für die Uni. Dieser Mathe-Kurs wiederum besteht aus mehreren Bestandteilen. Im Kern aus einem Präsenzkurs, der an 3 Tagen und 27 Stunden umfasst. Dieser Kurs wird in insgesamt 200 Städten angeboten und das gesamte Paket kostet 129 Euro. Zusätzlich zu diesem dreitägigen Kurs, in dem der Stoff vermittelt wird, gibt es auch noch 3 kostenlose Herrenhefte dazu. Die habe ich auch bekommen, die schaue ich mir gemeinsam mit euch an, sowie eine Aufgabensammlung. Der dritte Bestandteil ist ein großer Videopool von Daniel Jung, einem, YouTuber, der ganz viele Mathe-Videos erstellt hat, wohl um die 2000 Stück mittlerweile, die auch so frei zugänglich sind, auf die aber auch hier zugegriffen wird. Und Daniel Jung hat auch dabei mitgewirkt, das Kurskonzept zu erstellen. So, wer also vorhat, sich an so einem Kurs teilzunehmen, der kann auf der Homepage sich darüber informieren. Und zwar gibt es hier oben eine Suchmaske. Gebe ich hier mal Köln ein und ich könnte jetzt wählen, welche Kurse angeboten werden. Wie gesagt, neben dem Abi-Kurs gibt es auch noch andere Angebote, wie zum Beispiel einen Uni-Crash-Kurs. Aber wir wollen ja jetzt mal schauen nach den Abi-Vorbereitungskursen, gehen hier auf Kurs finden. Und hier ist dann zu sehen, es wird einmal ein Kurs angeboten für den Grundkurs Mathematik und einmal für den Leistungskurs Mathematik. Kosten sind bei beiden die gleichen, jeweils 129 Euro. Hier erfährt man auch gleich, wo das Ganze stattfindet und an welchen Tagen. So, wenn wir jetzt zum einzelnen Kurs hier gehen, wie mal am Beispiel des Grundkurses, dann wird hier darüber informiert, wo das Ganze stattfindet, nochmal genau, an welchen Tagen, welche Zeiten. Und was beinhaltet wird. Also es geht um diesen dreitägigen Intensivkurs, 3x9 Stunden Mathe am Stück, stelle ich mir schon ziemlich heftig vor. Dazu die StudyHelp Lernhefte für das Abitur, die man hier sieht im Überblick, wenn sie denn gleich kommen. Genau, das sind die 3 Lernhefte, die ich mir auch noch mit euch dann gleich anschauen werde. Und außerdem dazu gibt es auch noch eine Aufgabensammlung, diese liegt mir nicht vor. Was auch noch wichtig ist, die Kursgröße, maximal 30 Teilnehmer, was auch schon eine ganze Menge ist. Im Schnitt sind wohl 23 Teilnehmer anwesend. Ich sage, das Ganze wurde mit Daniel Jung zusammen entwickelt und von StudyHelp. Und was auch noch eine Besonderheit ist, es gibt eine Bestehensgarantie. Es wird zugesagt, dass der Teilnehmer das Geld zurückhält, wenn er das Abitur aufgrund der Mathe-Note aus der Abi-Prüfung nicht besteht. Ja, es gibt ja hier noch weitere Infos dazu, welche Themen im Kurs behandelt werden. Das sind also die, die für die Prüfung relevant sind, angepasst aber auch nochmal an die einzelnen Bundesländer, was es dafür Besonderheiten gibt und natürlich von der Intensität Unterschied, ob es jetzt ein Grundkurs oder ein Leistungskurs ist. Es wird hier der Kursablauf vorgestellt, wie sich das auf die einzelnen Tage verteilt. Und es gibt auch eine Info, was es für Lehrer sind. Wer genau jetzt hier der Dozent ist, wird allerdings nicht angegeben. Wer sich jetzt nur für die Hefte interessiert, die können auch erworben werden. Dieses Dreierpaket Stochastik, Analysis und lineare Algebra bzw. analytische Geometrie gibt es für 25 Euro. Ich meine, dass die Hefte alleine einen nicht so viel weiterbringen, außer vielleicht so ein bisschen als kompaktes Nachschlagewerk. Warum, sehen wir gleich noch. Ja, wie gesagt, ich habe diese 3 Hefte auch bekommen. Die seht ihr hier. Das sind
jeweils relativ kompakte Hefte eigentlich. Wenn ich mir jetzt das Heft Stochastik mal rausnehme, das hat keine Seitenangaben. Ja, doch, hier sind Seitenangaben. Das hat ohne Anhang 66 Seiten zum Beispiel. Das Ganze ist eigentlich ähnlich aufgebraut, fast wie ein Studienbrief im Fernstudium. Das Ganze geht los mit dem Inhaltsverzeichnis. Und ja, dann werden die einzelnen Inhalte vorgestellt. Hier geht es zum Beispiel los mit dem Zufallsexperiment in Statistik, ganz klassisch. Auch mit Grafiken dabei, das Ganze ist schwarz-weiß. Und was mich gestört hat jetzt von der Verarbeitung her, die Hefte sind nicht gebunden, sondern haben einfach nur eine Klammerheftung. Und dadurch stehen die halt immer übereinander ab und ja, finde ich von der Handhabung her jetzt nicht so schick, aber geht noch, weil sie ja nicht allzu dick sind. Ja, das zieht sich dann durch das ganze Heft durch. Es gibt Grafiken, es gibt Definitionen, Erläuterungen. Was hier in diesen Heften aber nicht mit drin ist, das sind Übungsaufgaben, sondern wirklich nur ganz komprimiert das notwendige Wissen zusammengefasst. Zwischendurch ist auch mal Platz für Notizen, es gibt Anhänge am Ende, zum Beispiel zur Normalverteilung. Und was ich ganz interessant finde, das ist hier auf der letzten Seite des Umschlags. Es gibt einen sogenannten Fahrplan zum Mathe-Abitur, wo die vier einzelnen Bereiche, also Analysis, Stochastik, lineare Algebra sowie analytische Geometrie vorgestellt werden und dargestellt wird, wie durch den Stoff gegangen wird, um letztlich das Wissen komplett vorliegen zu haben. Ja, soweit mal mein kleiner Überblick. Wenn ihr schon eigene Erfahrungen gemacht habt mit StudyHelp, dann schreibt die doch gerne mit in die Kommentare rein, auch wenn ihr Fragen dazu habt. Ich würde diese dann gegebenenfalls auch direkt an StudyHelp weitergeben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch jetzt kostenlos meinen Kanal mit weiteren News, Interviews sowie Fragen und Antworten rund um das Thema Fernstudium. Oder schaue bei fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.